Hi Leute, ich bin zufällig über einen ziemlich seltsamen Ressourcenglitch gestolpert, den ich euch heute gerne mal zeigen würde, denn der ist nicht nur nützlich, sondern auch echt seltsam. Als erstes geht ihr dafür einfach mal an eure Rüstungswerkbank oder irgendeine Rüstungswerkbank. Und unter Herstellen stellt ihr eine Lederrüstung her. Entweder den linken oder den rechten Arm. Wenn ihr, so wie ich, ziemlich fleißig lootet, dürftet ihr verdammt viel Stahl zur Verfügung haben. Das ist auch das, was ihr braucht für diesen irgendwie seltsamen Glitch. Und jetzt baue ich einfach mal die maximale Anzahl an Lederrüstungen für den linken Arm und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Oh, wichtig ist vielleicht noch zu sagen, baut die Stufe 1 Rüstung, sonst funktioniert es nicht. So, wie ihr jetzt sehen könnt, habe ich mein ganzes Leder verbraucht, habe noch 400 Stahl und 200 Stoff übrig. Nun gehe ich an dieselbe Werkbank und gehe auf Gegenstände verwerten. Und hier sehen wir schon mal die verschiedenen hergestellten Lederrüstungen. Interessant finde ich hier gleich mal, das wusste ich nämlich gar nicht, dass die Condition, also die Haltbarkeitsleiste, anscheinend zufällig erstellt wird, denn die Rüstungsteile haben unterschiedlich viel Ausdauer, unterschiedlich viel Lebensdauer, wenn man so will, und sind deswegen auch in so vielen unterschiedlichen Stapeln sortiert. Wie ihr sehen könnt, habe ich ca. 100 von diesen Lederrüstungen erstellt. Für jede erstellte Lederrüstung kriegt man 2 Erfahrungspunkte, also 200 Erfahrungspunkte in einer Minute oder sowas. Das ist doch schon mal ganz nett. Aber das ist noch nicht alles, denn jetzt zerlegen wir mal alles, was ich gerade wieder hergestellt habe. So, alles zerlegt und jetzt gehen wir nochmal auf Herstellen. Und ich gehe wieder auf die leichten Rüstungen linker Arm. Wie ihr sehen könnt, habe ich zwar 100 Stahl verloren, habe aber 100 Leder dazu bekommen. Mein Stoff ist gleich geblieben. What the fuck, habe ich mir beim ersten Mal gedacht, als mir das aufgefallen ist. Die Lösung liegt natürlich auf der Hand, denn die Lederrüstung der ersten Stufe verbraucht ein Stoff, ein Leder und ein Stahl zum Herstellen. Das machen wir jetzt mal. Zack. So, nun gehe ich wieder auf Gegenstand verwerten, suchen wir uns die Lederrüstung und wenn wir sie zerlegen, kriegen wir einen Stahlschrott, 2 Leder und 1 Stoff. Das bedeutet, wir kriegen statt 2 Stahl, wenn wir sie zerlegen, so wäre es quasi eine Nullrechnung, 2 Leder zurück. Das ist wahrscheinlich ein Fehler, der wahrscheinlich gepatcht wird, also wenn ihr das nutzen wollt, dann macht es lieber jetzt, solange es noch geht, denn ihr könnt euer Stahl, und wie gesagt, wenn ihr sehr viel lootet, dürftet ihr verdammt viel Stahl haben, in Leder umwandeln und kriegt dafür noch einen Haufen Erfahrungspunkte. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja, aber was mache ich dann eigentlich mit dem ganzen Leder, habe ich dann noch einen Tipp für euch. Tja, wenn wir nun zu unserem freundlichen, freiwilligen Bothändler gehen, sehen wir, dass eine große Menge Stahl, die immerhin 30 Stahl beinhaltet, nur 4 Kronkorken wert ist, während eine große Menge Leder, die nur die Hälfte, also 15 Leder beinhaltet, 6 Kronkorken wert ist. Ihr könnt also den Wert eures Stahls um 250% oder so erhöhen, wenn ihr ihn in Leder umwandelt, was mit diesem seltsamen kleinen Glitch möglich ist. Wenn ihr also genug Stahl habt, und ich schätze mal, die meisten von euch haben schon sehr viel Stahl, könnt ihr in sehr kurzer Zeit echt viel Erfahrungspunkte und noch mehr Kronkorken aus dem Ganzen rausholen. Ich bin jetzt übrigens unsichtbar und habe einen komischen Feuereffekt, wenn ich in der First Person bin, aber das nur nebenbei. Danke fürs Zusehen, macht's gut, ciao.